Nächster Erfolg für die Wasserfreunde Spandau. Die neue Wasserballsaison ist gerade erst einmal ein paar Tage alt. Trotzdem holt der Rekordmeister aus Berlin schon den ersten Titel. Im Supercup bezwingen sie ihre Dauerrivalen von Waspo 98 Hannover mit 12:11. Wenn man in die Saison geht, gibt es immer drei besondere Spieltage, nämlich jede Möglichkeit, einen Pokal auf nationaler Ebene zu gewinnen. Heute haben wir den ersten geholt und das macht mich sehr glücklich. Zwar haben beide Teams über den Sommer mehrere gravierende personelle Umstellungen vornehmen müssen, trotzdem sind es die Gäste aus Hannover in den weißen Kappen, die besser in die Partie starten. Kurz vor Ablauf des ersten Viertels netzt Maximilian Vohreich zum 3:4. Das Spiel auf Augenhöhe, aber das Team von Carsten Seehafer scheint immer einen Schritt voraus. Kapitän Marco Markan trifft zum Halbzeitstand von 5:6. Hannover mit Vorteil in die Pause, doch dann dreht sich das Spiel. Ja, wir wollten auf jeden Fall gewinnen. Ich glaube, jeder wollte in unserem Team gewinnen. Spandau wollte auch gewinnen. Und wie sie es wollen. Spandau kommt mit neuer Kraft und einem 3:0-Lauf aus der Pause. Andrej Prioteasa trifft zum neuen Spielstand von 8:6. Und das Team von Athanasios Kechagias legt noch einen drauf. Im letzten Spielabschnitt bringt Tamás Sedlmayr die Spandauer erstmals auf +3. Die Hannoveraner bleiben aber dran und machen es nochmal spannend. Anschlusstreffer in der vorletzten Spielminute. Andrea Basic trifft per 5-Meter zum 12:11. Dann steht aber fest, der erste Titel der neuen Wasserballsaison geht an die Spandauer. Aber damit nicht genug. Klar, dass dem Supercup in den nächsten Monaten noch einige weitere Triumphe folgen sollen. Es bedeutet viel für uns. Wir haben noch 2 Titel, die wir holen müssen diese Saison. Und ich denke mal, das ist ein guter erster Schritt. Viel Zeit zum Feiern bleibt nun aber nicht, denn bereits am Samstag geht es für die Spandauer in der Champions League gegen Marseille weiter. Für den weiteren Saisonverlauf dürfte dieser Sieg im Supercup aber ein klarer Fingerzeig gewesen sein. Die Spandauer machen nun genau dort weiter, wo sie letzte Saison aufgehört haben.